mal kurz hier so einen Baum mit. Irgendwie was Holz bekommen. Boah. Klack, 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 klack und klack. Dann schauen wir mal, was wir hier so finden. Eine Wand, super. Super. Möhre. Juhu, ich finde Möhren und so ein Spaß. Ich lasse jetzt hier liegen. Dann tauschen wir mal das hier jetzt ein. Komm her. So. So, Möhren. So, da kann ich die Möhren sammeln. Von der Blume. Eine Beere zum Essen. So, was für Spider-Klett. Da kann ich dem auch gleich mal hier ein bisschen das da geben, weil das Problem werde ich jetzt eh nicht mehr finden auf die Schnelle. Was? Nein. Nicht droppen. Blume. Super, okay. Wie viel Holz haben wir momentan? 7? Naja gut, das ist übrigens viel, aber es sollte erstmal reichen. Hier war ich anscheinend auch schon mal. Anscheinend aber auch nicht. Mal schauen. Keine Ahnung. Hier war ich dann anscheinend noch nicht. So, machen wir uns mal ein Gelande. Das kommt gut. So. Hui. Yay, was haben wir denn hier mittendrin erstmal? Warum nicht? Das Melted Potato Ding würde ich schon gerne mitnehmen. Kann ich veressen, okay. Gut, jetzt bin ich hier wieder auf Stein gelandet. Ich würde so gern einen Büffel finden. Also einen nicht nur, aber mehrere schon. Dazu müsste ich aber theoretisch dazu eine Weide finden, aber die sehe ich hier gerade nirgendwo. So, wir sind geistig wieder vollkommen okay. Das ist super. Es ist Tag 5, wir haben immer noch nichts gefunden. Wir haben zwar echt eine Menge Stuff. Problem an der Sache ist, wenn wir jetzt sterben, bringt uns der Stoff gar nichts mehr. So. Wir können uns sicher noch eine Weile mit Campfeuern über dem Wasser halten, aber wir müssen ja auch immer anfangen, uns das aufzubauen, damit wir wieder überleben können dann.
Digga, wenn wir noch 2-3 Tage hier rumrennen, werden wir so oder so irgendwann mal eine Bisonherde finden, aber umso schneller, umso besser wäre eigentlich meine Devise. Jetzt wird vielleicht gar nichts mehr. So, schauen wir mal ganz kurz nach hier. Das Beste ist, wo hier unten mal lang zu laufen, an der Küste. Hier geht schon wieder übel ab mit Fischen, was ist denn hier los? Hier ist uns aber auch nichts. Und nichts mehr, das wird auch gleich ein Ende haben da. Genauso wie es hier ein Ende hat. Ja, dann gehen wir mal nach oben. Schauen wir mal oben, was ist. Ich glaube, ich baue erstmal meinen La... Oh, okay. Ich glaube, ich baue hier erstmal mein Lager auf. So, Bild Campfire. Und dann haben wir dann noch eine Spitzhacke. Nee, hab ich nicht. Komm mal her, Jester. Was hast du hier gerade so drin bei dir? Okay, da hast du heute nicht. Dann esse ich mal den hier noch und dann bauen wir eine Spitzhacke. Dann gehen wir noch ein bisschen ab. Lösche mehr. So, klack. Guck. Eat. Nimm, 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 nimm. Na, iss. Und mitnehmen alles. Oh, das kann ich zum Beispiel gar nicht mehr nehmen jetzt gerade. Ich mache den Puff hier weg. Das kann ich auch zum Beispiel mal wegtun, weil... Das werde ich jetzt so schnell eh nicht benutzen. Und wenn ich mal, wenn ich brauche, dann habe ich genug Zeug selbst. Nein, soll es mitnehmen. So, gehen wir mal weiter. Hier haben wir dieses Portal in die Hölle sozusagen. Das will ich aber noch nicht benutzen, um ehrlich zu sein. Wo komme ich hin? Hier war ich noch nicht, das ist super. Oh, Seile. Oh mein Gott. Ist das geil. Und eine Drap. Da kann ich jetzt eventuell die Büsche in den Store tun. Ach so, okay. Ja gut. Dann lasse ich die Falle mal draußen einfach. Und schauen, was es hier sonst noch gibt. Oh, hier sind wieder so 1000 Spinnendinger. Naja. Bisschen viele momentan. Ich hätte gern lieber ein paar Büffel, aber na gut. Na komm schon, gib mir Büffel, es ist Tag 6. Meine Güte.
Ist ja schlimm hier. So, nicht in die Spinnnetze reinlaufen, das war langsam, die werden angegriffen. So, Willi will endlich Scheiße sammeln, Mann, was ist denn los hier? Der arme Mann, der wird doch ganz verrückt, wenn er keine Scheiße anfassen darf, zwischen seinen Händen zerreiben darf und sich ins Gesicht schmieren kann. Das ist nun mal sein heimliches Hobby, das könnte er ihm nicht verwehren. Okay, ich glaube, es macht hier keinen Sinn mehr. Wir müssen irgendwie hier runterkommen jetzt. Denn hier ist ganz offensichtlich nichts. Oh, das sieht aber gut aus. Leicht habe ich Glück. Wie leicht. Das kann man in der Tat Glück nennen. Denn jetzt kann ich einfach mal hier hochlaufen. Oh, gut. Hier ist ja nichts zu holen, aber ich bin auf jeden Fall in einer ganz anderen Gegend jetzt. Wieder. Warum nicht? Naja, mal schräg nach unten. Was soll's? Wir müssen ja irgendwie was machen, was sinnvoll ist. Lalalalala, hab schon Kaffee. 2 Schluck habe ich noch. Super. Super. So, nehmen wir mal einen Weg. Hui. Um schnell hier durchzukommen. Ja, also hier ist definitiv nichts mehr. Ich probiere es jetzt mal hier oben hinter dem Wald, ob da vielleicht noch was ist. Es ist gerade ein bisschen mau. Es ist gleich bald schon wieder Nacht. Moment, ist jetzt der Wald hier oder? Nee, Quatsch. Ich muss erst hier runter. Und dann sieht es ein bisschen mau aus. Wir haben zwar jetzt echt viel Stuff, kann man nicht anders sagen, aber ihr könnt euch schon vorstellen, wie das endet, wenn wir hier jetzt nicht unsere Scheiße da zusammenbekommen. Weil dann können wir unsere ganzen Dinger nicht anbauen. Das brauchen wir auf jeden Fall. Und ich wüsste, es gibt sicher einen Weg, wie man sich Scheiße noch anders erzeugen kann. Aber ich kenne keinen und deswegen muss ich mir diese Büffelherde suchen. Wenn ihr Tipps habt, wie man das anders machen kann, dann schreibt es in die Kommentare. Aber ich denke mal, bis ich die Kommentare lesen werde zu dieser Folge hier oder zur Folge davor eventuell, werde ich schon bei Folge 20 sein oder so. Und das heißt, da werden die Kommentare wohl dann ein bisschen verspätet kommen, weil vielleicht sind wir da schon wieder tot. Ich weiß es nicht. Wenn ich bis zum Winter weiter so trampe hier, dann sind wir auf jeden Fall irgendwann tot. Was ist jetzt das hier? Genau, ich muss jetzt hier hoch. Dann komme ich zu den Schweinen und dann muss ich durch den Wald durch. No, hier sind wir bei den Schweinen. Jetzt nach da. Ich überlege die angenehmste Gegend. Alles klar, ich verstehe. Na, dann machen wir uns auf den Weg hier weg. Hier geht es nämlich nicht weiter.
Wir müssen jetzt gerade auf die Tageszeit achten. Nicht, dass ich zu spät anmache und dass wir deswegen verlieren. Okay, alles klar, hier mache ich meinen. Oh oh. Oh oh. Okay, Moment. Nein! Mist. Mist, 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 Mist. Wo ist meine Fackel? Ja. Gut, das war jetzt so nicht geplant. Kann mir noch eine Fackel machen? Ja, kann ich. Ja. Ja, ne? Müssen wir erwarten. Die Tage werden, ihr merkt,